Hallo und willkommen zur familienfreundlichsten Show auf ganz YouTube. Die ist sehr familienfreundlich, daran gibt es keine Zweifel. Heute werfen wir einen Blick auf Dragon Ball Karten. Und zwar habe ich mir vor nicht allzu langer Zeit mal ein paar Booster Packs davon gekauft, um sie anzuschauen. Und ehrlich gesagt war ich nur bedingt beeindruckt. Ich meine, es gibt ganz nette Karten, aber ich wusste nicht ganz, was ich im Video dazu sagen soll. Deswegen war das alles sehr seltsam. Aber ich habe schon Namba oder so, der ist bestimmt was wert. Dementsprechend... Oh Gott, Kamera, bleib da, wo du bist, galoppier nicht davon. Dementsprechend habe ich dazu nichts gemacht, aber ich habe das hier gefunden. Das sind 6 Dragon Ball Z Booster Packs und das sind nicht irgendwelche, modernen Karten oder so. Sondern das sind welche von, ich glaube, von 2003. Und ich glaube, ich hatte davon mal welche, aber ich habe absolut keine Ahnung davon. Und ich bin so dermaßen bereit, mir das anzuschauen. Ihr habt absolut keine Ahnung. Ich meine, schau euch allein die Artworks an. Schaut euch das an. Das ist kein modernes Dragon Ball. Wir haben es hier mit Oldschool Dragon Ball zu tun. Und das ist der Stoff, für den ich hier bin. Ich habe keine Ahnung, was wir haben werden. Wird es ein Kartenspiel mit Regeln sein? Wahrscheinlich. Ich habe es nie gespielt, aber eventuell hatte ich davon mal Booster Packs. Und zwar habe ich mal Dragon Ball Karten gekauft und... Oh, ich glaube, ich hatte die. Und da hatte ich dann einen Freezer dabei, der irgendwie... Oh, die sind auch so ein seltsamen Plastik. Da hatte ich einen Freezer dabei, der so transparent war. Ich habe mir vorgestellt, wie es wäre, wenn ich den auf einen Projektor in der Schule legen würde. Das ist ehrlich gesagt eine dumme... Oh, ja, das waren die. Oh mein Gott, das sind diese Karten. Bevor ich wenn ich den auf einen Projektor legen würde. Ich hatte nicht genau den, sondern einen cooleren. Das wäre super cool. So habe ich jetzt... Ich habe jetzt hier jetzt schon die wertvollste Karte gesehen, was einfach dieses... Langsam habe ich das Gefühl, das ist nicht wirklich ein Trading Card Game. Sondern einfach nur zum Sammeln. Was wahrscheinlich dann trotzdem Trading Card Game ist, weil es geht nur darum zu tauschen, aber das ist auch eine sehr schlechte Pose, um daraus eine Karte zu machen. Wir legen sie mal zur Seite, scheint eine der wertvollen zu sein. Und das ist einfach nur Saga Freezer. Der Freezer sieht ein bisschen aus, als wäre er, ich weiß auch nicht. Es hätte heute keinen guten Tag gehabt, als wäre irgendwie hingefallen oder so. Und es fühlt sich auch seltsam an. Oh, hinten ist die Beschreibung. Freezer, Schurke. Der mächtigste Krieger des Universums. Er will die Dragon Balls haben, um unsterblich zu werden. Freezer träumt davon, der Herrscher des Universums zu werden. Ah, Freezer also. Und da haben wir einen weiteren Freezer. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Ihr könnt es nicht sehen. Diese Karten sind, quasi wie eine Postkarte, aber von beiden Seiten. Es fühlt sich wirklich eklig an. Und da ist Vegeta aus der Saga Freezer. Oh, daraus kann man ein Bild zusammensetzen. Den legen wir zur Seite, behalten wir im Hinterkopf. Hier haben wir Son Goku. Wir natürlich, war es am Anfang, als er zum Super Saiyajin wurde? Ich glaube schon. Das ist übrigens eine Sache, die mir sehr fehlt in Dragon Ball. Was wurde aus diesen gelben Haaren, aus diesen leicht gelben? Ich habe das Gefühl, dieses kräftige Gelb, das ist einfach nicht so cool. Oh, ebenfalls eins davon. Und Meister Kaio aus der Saga Freezer. Wo Meister Kaio in Kaioken trainiert, bezwingt Son Goku die Anziehungskraft und entwickelt eine unglaubliche Geschwindigkeit. Mensch, das ist ja aufregend. Ich habe das Gefühl, das werden nicht in dem Ausmaß coole Karten, wie ich mir es erhofft hatte. Das ist einfach nur... Ich werde mal versuchen, es von vorne aufzumachen, damit wir nicht direkt die Super-Duper-Karte am Ende sehen können. Aber ich kann nicht sagen, dass ich jetzt schon enttäuscht bin. Ich dachte, es werden richtige Karten und dann ist es einfach nur komische Dragon Ball-Postkarten. Und es scheint auch wirklich nicht viele zu geben. Den Freezer hatten wir bereits. Das ist aber ein cooles Motiv, muss man fairerweise sagen. Das war, glaube ich, am Ende von irgendeiner Folge. Freezer mit seiner Ginyu Force. Die Ginyu Armee, Schurke. Freezers geheime Armee für die schmutzigsten Arbeiten zuständig ist. Sie erhält den Auftrag, die Dragon Balls von Namek zu holen. Das ist Karte Nummer 18. Ich weiß nicht, ob man damit irgendein Spiel spielen kann, aber sie wurden als Schurke kategorisiert. Also würde ich fast davon ausgehen. Das war der klassische Vegeta. Es entbrennt ein gnadenloser Kampf um die Dragon Balls, als er losgeflogen ist und kurz bevor er Son Gohan ein paar Mal in den Bauch geschlagen hat. Das war wohl eine von Bulmas Fantasien. Ich habe absolut keine Ahnung. Bulma, Held. Das intelligenteste Mädchen auf dem Planeten Erde und die beste Freundin von Son Goku. Sie entwickelt das Dragon Ball Radar und die vielen Geräte, die unsere Freunde sehr hilfreich sind. So, so. Das ist ein Cyberman. Der kommt nicht aus der Namek-Saga. Und da ist Meister Kaio. Oh mein Gott! Oh! Oh!
Das ist die ultimativste Remax Secret Rare GX Karte, die ich jemals gesehen habe. Sogar der Schriftzug ist in golden. Schau euch das an. Ich meine, das ist absolut dämlich. Ich weiß nicht, was das soll, aber... Oh, es spiegelt sich alles. Spiegel ich mich? Oh, hallo. Das ist eine vernünftige Karte, versteht ihr? Meister Kaio zieht Son Goku auf und bringt ihm ultimativen Techniken bei Kaioken und Genki Dama. Er hat ihn eher trainiert als aufgezogen, aber wisst ihr was? Sie haben die Rares auf jeden Fall interessanter gemacht als Yu-Gi-Oh! Konami, was seid ihr davon, dass die dummen Panini Dragon Ball Karten aus dem Jahr 2002 interessantere Rares haben als ihr? Das ist schwach. Das war Son Goku auf dem Weg nach auf dem Planeten Namek, als er natürlich auch direkt gesagt hat, Bier? Nein, das ist nicht gut für meine Trainingsleistung. Son Goku, der endlich geheilt ist, bricht auf zum Planeten Namek. Ich hätte, glaube ich, gerne ein komplettes Set von diesen Karten. Die sind eigentlich wirklich ganz cool. Bulma, Son Gohan, Krillin machten die Suche nach den Dragon Balls, machten sich auf die Suche nach den Dragon Balls und lernen die Bewohner von Namek kennen. Da drüben, Son Gohan, die Bewohner von Namek. Und da sind sie mit Dende, wie sie die Dragon Balls gesammelt haben. Zur gleichen Zeit sammelt Son Gokus Freund die Dragon Balls und bitten, kann man damit die Geschichte nacherzählen oder so? Das ist einfach nur eine random Chichi aus irgendwelchen Gründen. Dann haben wir, oh oh, der Nappa ist nicht begeistert. Dann nochmal der klassische Son Goku. Nappa will Yamshu, Tenshin Chan und Chaos im Alleingang besiegen. Yeah. Ich würde Chaos auch gerne im Alleingang besiegen, ehrlich gesagt. Dann haben wir Son Goku und das war's. Hey, wo ist die Rare Klopskopf? Was ist das? Was ist passiert? Warum waren den ersten beiden was Cooles und in den beiden jetzt nicht? Komm schon. Noch 3 Booster Packs. Hoffen wir auf das Beste. Oh, dieser Meister Kaio. Er ist einfach da und er ist so shiny. Glaubt ihr, es gibt noch eine goldene Karte von Freezer oder so? Oh mein Gott, ich hoffe es so sehr. Ich werde dermaßen bereit dafür. Ihr habt absolut keine Ahnung. Das ist Ginyu, wie er die Dragon Balls zu seinem Meister zurückbringt. Oh, ebenfalls eine von den großen Karten. Vielleicht bekommen wir das Bild zusammen, wahrscheinlich nicht. Dann haben wir Krillin, der sich gerade darauf vorbereitet, getötet zu werden. Und ich will nicht sagen, dass er gute Arbeit diesbezüglich leistet, aber er leistet hervorragende Arbeit. Während des Kampfes wird Krillin vom Freezer getötet. Das ist meine Lieblingskarte. Oh, die Freunde. Ich mag es, dass das Bild komplett überbelichtet ist. Und es wirklich sehr schwach von den Farben ist, aber das ist okay. So eine Dragon Ball Panini-Karte, wen interessiert's. Obwohl sie ihre ganze Kräfte mobilisieren, sind unsere Freunde nicht stark genug. Freezer wird mit jeder Verwandlung noch mächtiger. Oh, dieser Freezer! Oh nein. Goku verbündet sich mit seinem Ex-Feind Piccolo, um gegen Raditz zu kämpfen. Oh oh. Das ist der kleine Schniepel, Son Goku. Und er ist, Son Goku wird von Son Gohan, einem alten Einsiedler, aufgezogen. Er zieht Son Goku nach dem starken, aber umsichtigen Krieger. Ja, zu einem Idioten. Oh! Ich wollte gerade sagen, ist das überhaupt eine richtige Karte? Oh, die ist super cool. Schau euch die Holo an. Oh mein Gott, ich liebe die Holo-Karten aus diesen, dummen alten Panini Dragon Ball Sets. Oh, das ist so cool. Ich weiß nicht ganz, warum ich mich so begeistert habe. Es begeistert mich einfach sehr. Bisher war jede von den Rares, die wir bekamen, ich nenne sie einfach mal so, sie war anders. Das ist einfach nur eher eine klassische Holo. Die war komplett transparent und das ist Silber. Oh mein Gott, es ist sehr viel unterhaltsamer, als es jemals sein sollte. Ehrlich gesagt. Meister Kaio bleibt aber mein Favorit. Ich meine, das ist einfach... Er ist einfach unser silberner Retter. So, was haben wir als nächstes? Wir haben Son Goku, wie er gerade landet und zum ersten Mal Freezer gegenübersteht. Son Goku ist endlich wieder gesund, die letzte als entscheidende Schlacht kann beginnen. Oh yeah. Das ist Son Gohan, der in den Vollmond geblickt hat. Ich meine natürlich Gorilla Warrior Schurke. Oh, das ist ein Osaron, kein Gorilla? In Vollmondnächten verwandelt sich die Lebewesen auf dem Planeten Vegeta in böse und zerstörerische Gorillas. Das sind keine Gorillas? Technisch gesehen? Oh nein, das war gegen den diabolischen Ginyu. Son Gokus Mitstreiter müssen den Kampf mit Ginyu aufnehmen und stellen ihm eine Falle. Barbarisch. Chichi? Was steht da eigentlich? Chichi, Held. Son Gokus Frau, sie ist ein wenig herrisch, ein wenig, ja, und möchte, dass ihr Sohn studiert, statt wie sein Vater ein Kämpfer zu werden. Ich meine, das tut er auch. Deswegen wird er auch verlieren. Oh, wir haben den Krillin. Oh, der ist einfach den Krillin.
Oh, schau ich dir selber den Krillin an. kann ich nicht einen coolen Charakter in Silber bekommen? Warum weiß der Kaio und Krillin? Aber, oh, das ist super cool. Ich komme nicht drüber hinweg, wie cool diese Rares sind aus diesen dummen Karten. Ich werde nicht drüber hinwegkommen, es tut mir leid. Letztes Booster-Pack, tragischerweise. Mir wäre es auch lieber, wenn dem nicht so wäre, aber... es ist, wie es ist. Ich muss die mal ein bisschen aus dem Bild rücken. Sie verfälscht nämlich den gesamten Helligkeitswert des Bildes, dadurch, dass sie einfach in die Kamera strahlen. Okay, Rinderteufel. Klassischer Vater von Chichi, bekannt in seiner Rolle als der Vater von Chichi. Rinderteufel Held. Chichis Vater, ein Ex-Krieger und Schüler von Muten Roshi. Heute verbringt er seine Zeit damit, sich um seinen Enkelsohn Gohan zu kümmern. Ja, du hast vergessen, dass er auch wirklich ein uncooler Typ war. Er hat auch viele Leute umgebracht, wenn mich nicht alles täuscht. So, Goku kommt gerade noch rechtzeitig, um mitzukämpfen und es gelingt ihm, Freezers Armee praktisch auszulöschen. Yeah, praktisch ausgelöscht. Vegeta, der gerade einen Knirsch-Gesichtsausdruck von sich gibt, er ist nicht begeistert und er benutzt den Dragon Ball gerade als Toilette. Verbünden sich Bulma, Son Gohan und Krillin vorübergehend mit Vegeta, um die Ginyu-Armee zu besiegen. Oh, das ist eine Fortsetzung von irgendwas von davor, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das war Son Gohan, der aus dem aus der Raumschiffkapsel von Raditz ausgebrochen ist, um Raditz auf die Schnauze zu hauen. Bevor er stirbt, bittet der Piccolo, seinen Sohn zu trainieren. Oh Gott. Dann haben wir noch Bulma, Held. Hatten wir schon und wieder keine Rare. Wirklich? Warum sind manchmal keine Rares dabei? Das ist beschämend. Das heißt, ich wollte gerade noch den Stapel durchschauen, um zu sehen, ob ich nicht davor irgendwie was übersehen habe oder so, aber... Oh Gott, ich kann es nicht, ich kann es nicht. Ich kann nicht einfach so da durchgehen, das ist wirklich eklig. So, und wie viel von dem gesamten Bild können wir denn zusammensetzen? Ah, ja. Und dann haben wir... Oh, es wären noch vier, wirklich? Mir fehlt nur eins. Ah. Das ist ein bisschen schade. Ich mag es, dass der Saga Freezer steht, aber... Das sind nicht wirklich Charaktere aus der Freezer-Saga. Das ist alles Saiyajin-Saga, beziehungsweise generell Dragon Ball. Aber gut, schauen wir uns die Ausbeute an. Ja, das sind alles unfassbar coole Karten. Vor allem, warum haben sie so eine transparente Karte? Warum ist das eine Sache? Oh, da steht sogar was hinten drauf. Freezers erste Verwandlung. Aha. Und dann natürlich der Holo-Freezer und die beiden Silbernen. Ich werde die in eine Höhle packen, mir ist das egal. Für mich sind die wertvoller als... Was war die Wert? Ich glaube, das war die seltenste von denen, die ich aus den modernen Booster-Packs rausbekam. Welche auch einfach nur aussehen wie Doka-Bett-Charaktere, aber... Seht ihr das? Seht ihr die Karten? Das ist nicht mal ansatzweise. Ich meine, das ist ganz nett und alles, aber... Kann das mithalten mit einem silbernen Krillin? Nein! Absolut nicht! In keiner Welt! Und ja, das war unterhaltsam. Gute alte Dragon Ball Booster Packs. Ich glaube, ich sollte mal schauen, ob man von denen auch einzelne Karten findet. Ich glaube, ich hätte gern ein komplettes Set davon oder so, wenn es nicht komplett unbezahlbar ist, weil irgendwas haben die Karten. Sie haben nicht viel, aber sie haben ein bisschen was. Vielleicht finde ich auch noch mehr Booster Packs. Wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Familienfreundlichste Show auf ganz YouTube. Und das waren Dragon Ball Karten, die existieren. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht.